Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu Sailor Moon, dem Podcast mit den Zauberkräften. Folge 13, wenn ich mich nicht irre. Mit den Folgen 25 und 26. Ja. Du bist die Sailor Cat? Ja, stimmt. Ja, und du bist der Mad-Eye. Irgendwie fallen mir jetzt alle Sachen, die ich immer am Anfang sage, nicht mehr ein, aber ja. Können ja irgendwann mal so eine Vorstellungs-Preview zusammenschneiden. Also so eine Vorstellung einfach fertig machen, die wir in jedes Video packen. Und dann wechseln wir die so alle 10 Folgen mal, wie in der Serie. Ja, stimmt. Da müssen wir halt Bis wir sie dann irgendwann weglassen, ohne Grund. Nee, Moment, das kann gar nicht sein, weil wir ja dann immer sagen, das ist die Folge so und so. Ach, Mist. Naja. Aber coole Idee. Interessante Kommentare hatten wir nicht, also fangen wir doch gleich mal an, oder? Also eure Kommentare waren trotzdem interessant, ja, aber jetzt keiner, auf den wir großartig antworten müssten. Ja, eure Kommentare sind super, schreibt weiter Kommentare. Folge 25. Eine Folge, die ich sehr mag. Sie heißt die vierte Sailor-Kriegerin und im Japanischen heißt sie das verliebte, superstarke Mädel, Jupiter-chan. Jupiter-chan klingt auch niedlich. Ja, das stimmt. Und ich habe mich vertan, es gibt zumindest die nächsten beiden Folgen, soweit ich jetzt weiß, kein neues Opening und auch kein neues Ending, aber ich dachte immer, das kommt früher. Aber es kommt schon noch. In dieser Folge haben wir auch das letzte Mal die Vorstellungsrunde mit drei Senshi. Mhm. Ja, und die Folge fängt sehr creepy an, wie ich finde. Also ich bin vielleicht der Einzige, der das findet. Das ist mal wieder sowas, was dann vielleicht aus meiner Erinnerung stammt, wo ich noch relativ jung war und das einfach unheimlich fand, nämlich Metallia. Ah ja, okay. Ja, das erste Mal, dass wir sie sehen, den großen Herrscher. Sie heißt auch noch nicht Metallia, ne? Sie heißt immer noch der große Herrscher. Ja. Also ich weiß ja gar nicht, irgendwann wird die einfach von einem Tag auf den anderen Metallia genannt. Das kann gut sein. Also in den Untertiteln ist es die große Herrscherin, aber das liegt halt daran, dass die bei der Übersetzung schon wussten, dass es weiblich irgendwie ist, weil beim Japanischen ist es ja so, dass es da bei den Nomen kein Geschlecht gibt, also kann man das jetzt nicht sagen und wahrscheinlich wussten die das bei der Übersetzung dann auch nicht so ganz. Ja gut, doch könnten sie schon. Ach, keine Ahnung. Man hätte es ahnen können, so beim Gesamttonus der Serie. Ja, ich meine, das hatten wir ja eigentlich gerade schon gesagt, dass Sailor Moon ja 1992 in Japan anlief und bei uns erst der 95, also müssten die das eigentlich gewusst haben, aber haben wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht oder haben da einfach weiter hinten nachgeschaut. Ja, was heißt, das haben wir gerade gesagt, das war vor der Aufnahme. Ich meine, wir haben das halt gerade gesagt, aber das haben die Zuschauer halt nicht gehört, deshalb habe ich es jetzt nochmal gesagt. Ja, also Metallia oder der große Herrscher lebt in diesem Kokon. Und ich finde, der Kokon sieht schon unheimlich eklig aus irgendwie. Ja, das stimmt. Mit diesem Geblubber und dann dieser komischen, ja, das sieht ein bisschen aus wie die Aufzeichnung von einer Tonspur. Soll wahrscheinlich auch genau das sein. Mhm. Und hat diese irgendwie, ich weiß nicht, die Stimme finde ich irgendwie gruselig. Immer noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die deutsche Stimme war. Die klang, also wenn man es neutral betrachtet, klingt die gar nicht so schlimm. Die klingt irgendwie so müde, aber irgendwie fand ich die unheimlich. Da war so ein komischer Effekt drüber. Ach so, okay, krass. Weil das passt ja auch, weil Metallia wird jetzt mit der Energie aufgeweckt und sagt, ja, gut, jetzt bin ich wieder da, aber ich bin immer noch müde, beziehungsweise im Deutschen, mein Bewusstsein verharrt in den Tiefen des Schlafs. Oh, das ist ja schön ausgedrückt. Und jetzt spuckt Metallia die Info aus, was mit dem magischen Silberkristall ist, nämlich, dass er in 7 Splitter gegangen ist. Ja, das ist total an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Bei dem Manga war das nämlich nicht, das hat man jetzt halt nur gemacht, um so ein bisschen Zeit zu schinden. Ja, aber auf eine recht clevere Art eigentlich, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, woher zur Hölle weiß Metallia das eigentlich? Ja, und woher wissen die anderen das? Ja, ja, Luna weiß das auch irgendwie. Ja, dazu kommen wir ja noch. So, apropos Luna, wir haben nämlich jetzt Usagi, die mal wieder zu spät kommt und sich von Luna das Mittagessen nachtragen lässt. Nützliche Katze. Und Usagi biegt um eine Ecke und rennt in so, ja, ich sag mal, gefährlich aussehende Typen rein. Und der merkt gleich an, mein Fuß ist gebrochen. Ja. Wie auch immer sein Fuß gebrochen sein soll. Aber gut, man kann blöd fallen, kann passieren. Aber ich glaube ihm trotzdem nicht so ganz. Ich glaube ihm auch nicht. Vor allem, weil danach noch was passiert. So, dann kommt einer von den Typen zu Usagi, da hast du aber ganz schön was angerichtet. Was machen wir denn jetzt?
Er ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er wirkt so ein bisschen nervig, aber jetzt noch nicht wirklich böse. Ja. Na, ich Dann finde schon, dass das kommt. schon irgendwie, ja, gefährlich klingt. Ja, aber also im Deutschen zumindest droht er ihr noch nicht so direkt. Er sagt einfach nur, was machen wir denn da Ja, jetzt? das klingt aber schon bedrohlich. Ja, aber ganz. Jedenfalls, dann kommt unsere Heldin des Tages. Makocha, also Makoto. Ja, dann gibt es eine ganz kurze Unterhaltung und eigentlich ohne wirklich guten Grund vermöbelt sie die drei. Beziehungsweise zwei von den drei. Der dritte hat ja den Fuß kaputt. Na gut, ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie das war. Haben die sie nicht auch angegriffen oder nicht? Naja, der eine hat ihr so auf die Schulter gegriffen. Was? Okay, da kann man sich schon mal wehren, aber die vermöbelt die drei und hat sie auch vorher ziemlich fies angemault. Also eigentlich haben die Usagi, ich will nicht sagen, dass sie es nicht vorhatten, aber sie haben ihr noch nichts getan. Ja, das stimmt. Es gab eigentlich noch keinen Grund, gleich gewalttätig zu werden. Ich finde die Szene trotzdem ziemlich cool, weil Makotos Kampfkünste sehen halt einfach cool aus. Ich finde schon. Also ich kenne mich damit Ja. zwar nicht aus, aber ich finde, das sieht cool aus. Ja, sie vermöbelt halt Leute, die ungefähr doppelt so schwer sind wie sie. Das sieht immer cool aus. Ja, natürlich. So, wer jetzt nicht vermöbelt wurde, ist der mit dem gebrochenen Fuß. Und der kann plötzlich ganz schön schnell rennen. Also, Ja, so viel zu dem Thema. so, dann haut Makoto schon ab, ohne sich vorzustellen. Und Usagi fällt nur auf, oh, die hat ja einen wunderschönen Rosenohrring. Ja, das ist auch Also, immer das allererste, was mir bei Personen auffällt. Sie haben einen Ohrring. vor allem, der ist winzig. Ja. Das ist das Letzte, was mir auffallen würde bei ihr. Ja, das stimmt. Wenn man den nicht bei der Länge der Haare und in gewissen Situationen sowieso nicht sieht. Aber naja. Ja, ich meine, wie wär's mit, oh, die ist ja ganz schön groß oder, oh, sie hat schöne Haare, keine Ahnung was, aber, oh, sie hat einen schönen Ohrring. Ah, ja, da hinten, okay, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Übrigens etwas, was bei den meisten Cosplays vergessen wird. Oh, okay, das kann sein. Also jetzt nicht bei allen, aber ich habe schon einige gesehen, wo das fehlte. Juhu. Und falls es jemand nicht weiß, Sailor Jupiter hat halt auch diese Pflanzenkräfte, die man im Anime gar nicht so stark sieht, aber sie hat halt eben auch so diese Blumenkräfte, deshalb ist sie halt auch so interessiert in Blumen, deshalb hat sie auch diesen Rosenohrring. Jetzt hast du gespoilert, dass das Sailor Oh Jupiter ist. nein, ich Schäm weiß, das dich. weiß niemand. Naja. Ich meine, da ist ja nicht so, als würde der Titel die vierte Sailor-Kriegerin heißen. Eigentlich wollte ich jetzt, verdammt, ich wollte einen Witz über Rui machen an der Stelle. Habe ich jetzt total vergessen. Egal. Danach gibt es wieder einen Schnitt rüber ins Dark Kingdom, wo Queen Beryl ihren Untergebenen jetzt erzählt, was sie gerade erfahren hat. Und dann gibt es eine interessante Sache. Sie erzählt hat die Sache mit den sieben Teufeln und den Kristallen. Und dann sagt Kunz halt, das habe ich auch schon mal gehört. Warum Woher? wissen das alle? Hey, ich frag mich halt auch, wann das und wie das irgendwie passiert sein soll, weil wir erfahren halt dann, dass halt die jetzt nicht mehr böse sind und dann wiedergeboren wurden, weil die irgendwie so die Teile des Silberkristalls drin haben. Aber irgendwie passt das nicht so ganz zu dem, was wir in späteren Rückblenden sehen, weil ich meine, wann soll das passiert sein? Ja, vor allem in all diesen Rückblenden, wo man den Untergang des Mondkönigreichs sieht, kommen die halt nicht vor. Ja, und da ist halt der Ich meine, Silberkristall. Gott sei Dank. Ja, schon. Seien wir froh, dass sie nicht vorkommen. Warum? Aber Dazu kommen wir nachher. da ist halt der Silberkristall die ganze Zeit noch da. Und das heißt, es müsste halt dann nach dem ganzen Kampf passiert sein, aber das kann auch nicht sein, weil das Dark Kingdom da besiegt ist. Also passt nicht so ganz rein. Ein schönes Logikloch. Aber an sich, da komme ich am Ende der Folge am besten drauf, ist das hier aber ein ganz schöner Twist mit den sieben Teufeln, oder? Wie heißen sie im Japanischen? Bestimmt nicht Die sieben sieben Teufel. großen Yoma. Die sieben großen Yoma, na gut, ist auch nicht viel cleverer als die sieben Teufel. Naja, aber hier sind es halt auf jeden Fall Yoma, die sind halt stärker, aber es sind keine Teufel oder sonst was. Naja gut, ich weiß jetzt nicht, ist Teufel, ja gut, nicht im Sinne von dem Teufel, aber von einem Teufel. Ist das nicht eine anständige Übersetzung für Yoma? Kann man das nicht machen? Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ich würd eher sagen, Teufel ist Akuma, aber Ach so, kann ja, auch. stimmt. Stimmt, das jetzt, wo du das sagst, das habe ich auch schon mal gelesen, Ja, ja. kann aber sein, dass das trotzdem funktioniert. Ich meine, die japanische Mythenwelt hat ja sowieso einige Kreaturen erbrütet, die man jetzt, für die es keine wirklich akkurate Übersetzung gibt, ne? Ich Ja, ich meine. glaube, ich könnte dir jetzt irgendwie 10 Wörter für dämonenartige Wesen aufzählen auf Japanisch. Aber jetzt lieber nicht. Auf 10 komme ich nicht, aber ein paar fielen mir auch ein.
Also, was wir erfahren haben, es gab diese sieben Yoma und die wurden besiegt und in die Splitter des Regenbogenkristalls verbannt. In der Ja. deutschen Fassung ist tatsächlich von den Splittern des Regenbogenkristalls die Rede, nicht von den Splittern des Silberkristalls. Okay, sehr strange. Also in der deutschen Version hat man bis zur Auflösung den Eindruck, beim Regenbogenkristall und Silberkristall sind zwei verschiedene Dinge, die Ja, aber das irgendwas miteinander zu tun haben. dachte ich mir beim ersten Schauen aber auch. Naja, also und jetzt sind diese Yoma als Menschen wiedergeboren, was wieder irgendwie die These stützt, dass Yoma auch mal Menschen waren. Ja, sehr strange. Also auf jeden Fall sind die halt jetzt alle gut, weil die jetzt ja diesen Splitter des Silberkristalls in sich tragen. Heißt das so in der japanischen Version? Ja. Also in der deutschen Version wird das nicht in Zusammenhang gestellt. Da sind die einfach nur, ich glaube, Luna sagt später, ihnen wurden rechtschaffende Herzen mitgegeben. So, ja, so in etwa. Naja, jedenfalls, es gibt also Menschen, die haben diese Splitter in sich und wenn man die Splitter denn alle hätte, könnte man irgendwie an den Silberkristall rankommen. Das ist jetzt die Exposition für die nächsten 9 Folgen, glaube ich. Das ist das nächste Big Thing. Ja. Und ja. Mithilfe des schwarzen Kristalls, den wir ja schon kennen, den Beryl jetzt irgendwie bearbeitet hat, sagt sie im Deutschen, kann man diese Leute jetzt aufspüren. Das ist ja praktisch, was Nefrighter gebaut hat. Ja, das stimmt. Also war eigentlich dafür da, um den Silberkristall zu finden, dann hat's auf Naru reagiert und dann war es wieder dazu da, um jetzt irgendwie die Splitter zu finden. Krass, was der alles kann. Ja, oder auch nicht kann, weil er hat ja den Silberkristall in der ersten Version nicht gefunden. Ja, gut, das stimmt. Ich hätte es auch lustig gefunden, wenn sich irgendwann rausstellt, er war doch in Naru drin. Apropos Naja. Naru, es ist eigentlich fast ein Wunder, dass keiner dieser sieben Yoma Naru ist. Wieso denn? Es wär doch so der Standardfall, so dass Naru einer davon ist. Weil Naru Ja, ist doch das immer stimmt. irgendwie das Opfer. Ja. So, aber es wird jetzt, der schwarze Kristall zeigt jetzt eine Person und die trägt halt einen dieser Splitter und der wird jetzt gejagt. Der hat jetzt ein Problem. So, dann haben wir einen Schnitt rüber in die Schule, wo Usagi dann wieder auf Makoto trifft, beziehungsweise sie trifft nicht sofort auf Makoto, sondern sie trifft erstmal die Gossip Queen. Ja, habe ich mir auch gedacht bei der Folge. Er ist natürlich wieder der, der genau alles über die neue Makoto weiß. Die ist nämlich von der Schule geflogen, weil sie sich angeblich geprügelt hat. Also sie ist halt angeblich von der Schule geflogen. Und sie ist ja so krass stark und deshalb haben jetzt alle Angst vor ihr. So. Ich war ja sehr gnädig, was Uminos Infos angeht, aber woher zur Hölle hat er die Info jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber im Manga wissen das ja auch plötzlich irgendwie alle. Warum auch immer. Naja, ich glaube, ich hatte, kann sogar sein, von dir mal gehört, dass sie auch ein ziemlich provokantes Outfit trägt, ne? Ja, also mir wäre das zwar selber nicht aufgefallen, aber ich habe halt gelesen, dass das Outfit, was sie trägt, mehr so ein altertümliches Gangster-Schulmädchen-Outfit ist, so mit diesem langen Rock und so. Das ist anscheinend irgendwie so ein Rebellionszeichen, habe Ich ich finde ja, sieht gehört. total brav aus irgendwie. Finde ich auch. Schon allein, vor allem wegen der Farbe. Ja, und es war halt auch geplant, dass sie dann irgendwie zu so einer Gangsterbande auch gehört, aber das wurde dann halt auch halt anders gemacht. Naja, Usagi sieht sie jetzt da sitzen beim Essen und will sich irgendwie spontan mit ihr anfreunden. Usagi will sich ja mit allen Leuten spontan anfreunden. Ja, das war sehr süß. Und setzt sich dann zu ihr und ich glaube eigentlich viel eher, sie will Essen abgreifen. Ja, das ist hier in dem Fall auch so. Aber ich glaube, sie findet sie schon ziemlich cool, weil Makoto hat sie ja in Anführungsstrichen gerettet. Auch wieder wahr. Makoto bietet ihr was zu essen an, in der deutschen Fassung, sehr cool. Und angesichts der Bilder, die man sieht, nehme ich an, in der japanischen wird es was Ähnliches sein, sagt Usagi nämlich, ja, ich esse ja normalerweise nicht viel. Ja, das sagt sie im Japanischen auch. Sie sagt, glaube ich, Und irgendwie laut den Untertiteln, ich esse normalerweise wie ein Spatz, warum auch immer das gesagt wird. Ich kenne diese Redensart nicht. habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Aber Spatzen es sind halt relativ klein. Ja. Aber ja, Usagi stopft dann natürlich gleich mal das. Warte, mir ist gerade das Wort entfallen. Essen? Den Reisball in sich rein. Ach, Den da fällt mir ein, Mochi. ich glaube, ah. Ach, so sehen die aus. Ich habe die noch nie gesehen. Ich würde zumindest sagen, dass das sowas ist. Normalerweise ja.
Mir fällt gerade ein, Vögel sind doch meistens ziemlich verfressen, weil die doch ihre irrsinnig hohe Körpertemperatur aufrechterhalten müssen. Komisch. So, dann haben wir einen Schnitt rüber ins Game, ins Crown Game Center, wo Usagi mit Makoto aufläuft. Und ja, sie schaut sich erstmal nach Motoki um. Und dann gibt es noch so einen kurzen Dialog. Ach, wieso suchst du denn nach Motoki? Ist er vielleicht dein? Und dann schneidet Usagi so das Wort ab. Ja, Und dann sagt Makoto, ja, ich meinte eigentlich, ob er dein Bruder ist. Oder Ja. im Deutschen sagt er, glaube ich, Cousin oder so. Ja, im Japanischen ist es halt der Bruder. Fand ich ziemlich witzig. So, aber Makoto hält sich gar nicht lange auf, sondern geht sofort zu einem Spielautomaten. Ich bin mir nicht sicher, ob man da in der Serie jetzt viel drauf geben kann, aber es ist nicht der Spielautomat, an dem Luna immer sitzt, wenn sie Kontakt aufnehmen will. Okay. Aber es ist Im auch, Gegenteil. ja, es ist auch trotzdem Sailor V, oder? Das können wir gar nicht sehen. Wir sehen nicht, was sie spielt, aber wahrscheinlich wird es Sailor V sein. Okay. Aber es ist nicht dieser eine Auto, es ist nämlich der dritte Automat in der Reihe und nicht der zweite. Oh mein Gott. Beziehungsweise, wir können gar nicht sehen, ob es überhaupt dieselbe Reihe ist. Also, es ist nicht derselbe, an dem Luna sitzt, wenn sie mit dem ominösen Kontakt aufnimmt. Der ominöse Kontakt. Wenn wir es gerade von Luna haben, die kommt nämlich samt den anderen beiden Senshi gerade auch rein. Hier fällt dann auch wieder das Wort Mondsichel, Glatze, weil Usagi stellt dir jetzt dann Luna Makoto vor. Ja, ich frage mich gerade, warum ist Luna eigentlich plötzlich bei Ami? Ich meine, die klebt doch normalerweise an Usagi, wenn sie nicht gerade irgendwo alleine unterwegs ist. Das ist eine gute Frage. Aber also gut, wenn ich Luna wäre, ich glaube, ich könnte Usagi auch nicht ewig aushalten. Ja, also die scheinen, also Luna scheint ja Ami zu mögen und umgekehrt, also so abwegig finde ich es jetzt nicht, aber normalerweise ist sie halt schon bei Usagi. Ich habe ja schon mal gesagt, wieso ist die eigentlich nicht längst bei Ami eingezogen? Tja. Naja, genau. Usagi stellt Luna vor und sie stellt Ami vor und sie stellt die fiese Rei vor. Ja, sagt sie im Japanischen auch. Ja, und dann gibt es so ein Soft-So, wo Ray sagt, wird sich noch zeigen, wer hier fies ist, sondern sag mir genau den Tag, die Stunde und die Minute und die Sekunde, wann ich fies war. Genau jetzt. Ja, Finde und ich ich glaube, ziemlich wir können witzig. noch mindestens 5 weitere Situationen aufzählen, wo sie fies war. Ja, zum Beispiel auch direkt in der nächsten Folge. Aber dazu kommen Ja, wir noch. ich meine bis jetzt. In die Ja. Zukunft ist ja unfair. Da wären noch ein paar mehr. So, und dann Dezent. finde ich sehr ulkig, sagt Makoto, haha, ihr seid anscheinend gute Freundin. Naja, dann sagt sie halt auch noch, was sich liebt, das neckt sich. Und es stimmt halt auch bei den beiden. Jetzt zwar noch nicht so, aber das wird schon noch. Aber ich meine, wenn du so siehst, wie sich zwei anzoffen, wäre das nicht dein erster Gedanke, oder? Nicht wirklich, aber ich glaube, dass so ähnliche Situationen, dass ich sowas schon mal in Anime gesehen habe. Ist ein beliebtes Motiv, das stimmt schon. Oder zum Beispiel, ich glaube, da war mal irgendwas in der dritten Staffel, wo sich zwei gezofft haben und dann hat Michiro hat halt einfach so voll gelächelt und hat dann angefangen so zu kichern. Okay, ich finde gerade übrigens den Gesichtsausdruck von Ami, die neben dem Zopf steht und irgendwie so ein bisschen schon wieder reinguckt, ist ganz putzig. Na, oh, ja, süß. So, jedenfalls dementieren die beiden das natürlich sofort, dass sie sich überhaupt nicht mögen. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber bitte. Und Ami sagt dann noch zu Makoto, ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. So, ja, und dann, wir haben vorhin was vorweggenommen, jetzt wird erst Luna vorgestellt. Ach so, ja, okay. Aber im Grunde haben wir schon gesagt, was da passiert. Nämlich, Luna wird vorgestellt und es wird nochmal die Mondsichelglatze erwähnt. Und dann sehen wir den Greiferkönig. Ich nehme den Namen mal vorweg. Moment mal, ist es nicht so, dass da auch noch gefragt wird, warum Makoto eine andere Schuluniform hat? Ja, das Ja, müsste da gewesen stimmt, das sein. müsste in der Szene sein, ja, passt zu meinen Notizen. Und sie sagt im Deutschen, weil sie findet, dass ihr das besser steht. Ist eine blödere Ausrede als. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Manga war, aber in Crystal sagt sie, ihr passen die anderen Uniformen einfach nicht. Ja, genau, da ist es so. Hier sagt sie auch, also im Japanischen sagt sie auch, dass die Schuluniform einfach besser zu ihr passt. Finde ich aber auch irgendwie
komisch, weil die Aussage, die Schuluniformen sind mir halt einfach zu klein, ist halt irgendwie einfach besser. Und vor allem würde das auch, ich meine, ihre Schuluniform sieht so ein bisschen, also ihre Quatsch, ihre Kleidung sieht so ein bisschen so aus, als hätte sie halt versucht, mit der Kleidung, die sie halt hatte, so nah an die Uniform zu kommen wie möglich. Es stimmt farblich nicht, aber es ist schon ähnlich, ne? Ja, so ein bisschen schon, auch mit dem Matrosenkragen und so. Das wäre halt, würde halt ein, wär halt wesentlich sinnvoller so gewesen. Aber nö. Gut. Und dann jetzt nochmal, dann sehen wir den Greiferkönig. Ja, der heißt auf Japanisch Joe, der stürmische Greifer. Der hat einen Namen. Das ist ja cool. Oder zumindest J-O. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben das Joe oder sowas ausgesprochen. Der stürmische Greifer. Ja, und der sitzt an so einem Kranspiel. So ein Ding habe ich in live noch nie gesehen. Echt? Du schon? Also Also ich. das, wo man diese Plüschpuppen mit dem Dings rausholen kann. Ja. Die habe ich total oft schon im Live gesehen. Okay, ich noch nie. Ich dachte, sowas gibt's halt nicht mehr. Aber gut. Doch schon. Also ich kenne die Dinger, ich habe noch nie live eins gesehen. Na, okay. Und Fun Fact, er angelt sich eine Sailor Mercury Puppe. Und sofort hat sich noch eine Sailor V-Puppe geangelt. Ja gut, aber dass es die gibt, ist ja nichts Neues, aber es gibt inzwischen auch schon Sailor Mercury Puppen. Ja. Das war total komisch, weil ich habe halt nochmal bei der Sailor Moon Wiki nach Fakten gesucht und da stand auch irgendwie, dass er noch Puppen von Sailor Moon, Sailor Venus und Sailor Chibi Chibi hatten. Dachte ich mir auch schon so, nö, das kann nicht sein. Nee, hat er. Was? Der hat, das Komm, kann doch nicht sein. aber nicht in der Szene. Also zumindest eine, die sehr ähnlich aussieht, weil der geht jetzt mit seinem Fang nach Hause und aber Makoto sagt vorher noch, oh, der ist ja toll. Und dann irgendwie, der sieht genauso aus wie der Abiturient, der sie hat sitzen lassen. Ich glaube im japanischen Senpai Ja, einfach warte nur, mal ne? ganz kurz, aber ich wollte nur mal anmerken, das ist doch gar nicht möglich. Ich meine, der Manga und der Anime sind doch relativ zeitgleich gelaufen. Da kann Chibi Chibi eigentlich noch nicht erfunden gewesen sein. Ja, du hast recht, aber können wir dazu kommen, wenn die Puppe zu sehen ist? Okay, gut. Gut, dann zum Senpai. Ja, also das Senpai ist ein Wort für einen älteren Mitschüler, also es, ja, Oh, ob er nicht jetzt nur ein. Schüler, es kann ja auch ein älterer Arbeitskollege Ja. sein. Also ob er jetzt ein Abiturient ist, weiß man nicht, aber er ist halt auf jeden Fall einfach nur älter. Ja, was heißt Abiturient? Es gibt ja keinen, also so wie das deutsche Abitur gibt es ja nicht in Japan. Ja, das stimmt schon. Ja, dann geht er nach Hause, also eher der Greiferkönig. Ich nenne jetzt einfach weiter Greiferkönig, weil sein Name fällt im Deutschen einfach nicht. Und er schleppt halt diese Unmengen an Zeug mit sich rum und dann fällt ihm eine P Puppe aus der Tasche, die verdächtig ähnlich wie Chibi Chibi aussieht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das die ist. Wahrscheinlich sieht sie einfach nur ähnlich aus. Bin ich auch felsenfest von überzeugt. Aber es ist halt so. Ja, sehr Es komisch. stimmen auch nicht alle Details, aber es ist schon sehr ähnlich. Also es war mir auch sofort aufgefallen, so, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Mir nicht. Ist dir echt nicht aufgefallen, Also aber, ich glaube, okay. dass da zwar sowas mit pinken Haaren war, aber ich dachte mir halt einfach, was ist denn das? Nee, kenne ich nicht. Okay. Ich habe halt, ich habe auf die Puppen sehr genau geguckt, weil ich bei diesen Puppen immer damit rechne, dass da irgendwelche Cameos sind. Ja, da hab ich halt auch geguckt, aber so spontan ist mir da jetzt nichts aufgefallen. Also diese Puppe, die so ein bisschen wie Chibi Chibi aussieht, fällt ihm runter, er hebt sie auf und dann kommt plötzlich, taucht plötzlich Zeuseit vor ihm auf. Und Zeuseit macht fancy Dinge mit dem schwarzen Kristall. Das ist jetzt ihr, sein. Sein Jetzt schon. Stinkefinger. Ja, das ist jetzt sein Signature-Move, genauso wie der Stinkefinger und die Sterne wissen alles. Genau. Und das, was auch immer er da macht, tut dem Greiferkönig unheimlich weh. Und es fliegen auch so Funken aus ihm raus. Also was er da versucht, ist, er will den Regenbogenkristall aus ihm rausholen und den sieht man jetzt auch in ihm drin. Also er wird so ein bisschen wie geröntgt. Aber er wird jetzt noch nicht. Es passiert jetzt witzigerweise, passiert das, was so der Standardfall ist, gerade in der ersten Folge nicht, in der es darum geht, sondern Zeusalt wird aufgehalten, nämlich von Makoto. Genau. Und das finde ich extrem cool, dass Makoto als Makoto gegen Zeusalt kämpft und tatsächlich einen Punkt macht. Ja, das stimmt. Also, so die ersten Male weicht er noch aus, aber dann kann sie ihm so Genau. einen Kratzer im Gesicht zufügen und er so, mein schönes Gesicht.
Der Kratzer ist gut. Also erst wirft sie ihren Ohrring, was immer das bringen soll. Aber gut, irgendwas werfen bringt halt einen Gegner immer aus dem Konzept. Und dann ballert sie Zeus halt einfach eine voll ins Gesicht. Großartig. Das stimmt. Vor allem Fand ich nachdem, auch cool. was Zeus halt jetzt so in letzter Zeit getrieben hat, der hatte es längst mal verdient. Oh ja. So, und dann kommt Usagi dazu, weiß noch nicht, wer Zeus halt ist. Und dann ist es ja so, dass Zeus halt irgendwie wegläuft. Warum auch immer. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum zur Hölle flieht Zeus halt jetzt? Weil ich meine, als da ein anderes random Mädchen gekommen ist, hat's ihn ja auch nicht gestört. Aber jetzt auf einmal, da Usagi kommt und er weiß ja nicht, wer sie ist, jetzt auf einmal, oh Scheiße, ich muss fliehen, ein kleines Mädchen. Aber die Katze, die Katze! Ach so, okay. Hatte Angst vor der Katze. Ah, ja, natürlich. Daran wird's gelegen haben. Nee, also generell scheuen die vom Dark Kingdom ja immer irgendwie die große Öffentlichkeit und je mehr Leute da sind, desto eher ziehen die sich einfach mal zurück. Dazu kommen wir dann gleich noch in dieser Folge. Ja, nur wirklich Sinn macht das nicht. Ja. So, Greiferkönig zieht dann auch ab, fühlt sich immer noch ziemlich schlecht, jedenfalls humpelt er so ein bisschen. Und jetzt äußert Luna den Gedanken, die, auf Deutsch natürlich die Frau, im Japanischen wahrscheinlich nicht die Frau, die wir da gesehen haben, sah komisch aus, die ist bestimmt vom da, von den Bösen oder vom Königreich des Dunkeln. Ja, der Fakt ist, wir kennen Zeus halt schon, Usagi kennt Zeus halt noch gar nicht. Usagi hat Zeus halt noch nie gesehen und Luna auch nicht. Ja, ich frag mich auch, woher weißt du das nochmal? Erwarte die detektivischen Fähigkeiten. Naja, gut, die Uniform, ne? Ja, und die Uniform. Also die Uniform ist da schon hilfreicher als die detektivischen Fähigkeiten. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, eine Sailor-Kriegerin würde es erkennt sie ja auch sofort. Ja, also ich denke, sie kann das schon irgendwie auch an der Energie irgendwie erkennen. So, Makoto rennt immer noch hinter dem Greiferkönig her. Will sich halt an ihn ranmachen und will ihn vor allem nicht alleine lassen. Kommt mit dieser genialen These: Ja, die Spielhallenbesitzer haben wahrscheinlich einen Killer auf dich angesetzt. Was? Ich glaube, das Ja, hat sie im Japanischen nicht gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. das sagt im Deutschen. So, deswegen braucht er Personenschutz. Ja. Tolle Okay. Ausrede. Ich meine, ein Killer würde ihn ja auch nicht nur einfach erschießen oder so. Nein, warum auch? So, er sitzt jetzt im Café. Er ist alleine reingegangen, hat Makoto nicht mitgehen lassen und sitzt da jetzt und hat immer noch seine komischen Krampfanfälle. Bewegt sich immer so ein bisschen, als ob er einen Herzinfarkt bekäme. Aber wir wissen ja warum, nämlich weil der, ich nenne es mal Zauber von Zeus halt noch weiter wirkt. Das wird in der übernächsten Folge auch nochmal so ähnlich, glaube ich, vorkommen. Und ja, dann sitzt er da, guckt raus und sieht, ach, das wartet ihr da draußen. Ja gut, dann winke ich da halt mal rein. Und dann erzählt er, dass er schon seit seiner Kindheit an mysteriöse Kräfte hat. Er kann nämlich Dinge bewegen, ohne sie anzufassen. Jo, ziemlich cool. Ziemlich cool. Also diese Menschen, die früher die sieben Yoma waren, haben irgendwelche Kräfte, aber irgendwie auch nicht alle, ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also manche können was, aber Also andere sind ich glaube eigentlich. sogar nur, ich glaube sogar nur zwei können was, ne? Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich glaube nämlich nur er und Rio Urawa. Ja, die sind mir auch gerade eingefallen. Ich glaube, dass die anderen. Nee, die können eigentlich nichts. Total komisch. Naja gut, die Katze kann Fisch werfen, aber gut. Makoto so, oh, da ist aber doch irgendein Trick dabei. Und dann eher so, ja, nee, ich brauche keinen Tricks, das ist alles mein Talent. Und dann kommt eine Person, also im Deutsch kommt dann eine Person, wir wissen schon, es ist Zeus halt, weil wer kennt die Stimme, und sagt, ja, Sie wünschen bitte. Warum auch immer. Und Makoto würde, im Deutschen wollte sie bestellen zuerst Curryreis. Ja, im Japanischen auch. Ach echt? Okay. Und dann alternativ ein Milchtee. Uäh. Ja, ebenso im Japanischen. Uäh. Tee mit Milch. Pfui. Auf jeden Aber Fall das checken ist die halt. Geschmackssache. Auf jeden Fall checken die halt dann, dass es halt der Typ von vorher ist. Und ja, dann kommt es zu einem Minikampf im Café und da sind wir dann schon wieder bei dem Punkt, ja, nicht für Aufmerksamkeit sorgen. Also quasi, wenn Usagi kommt, gleich mal wegrennen, aber
wenn im Café alle zugucken, scheißegal. Vor allem im Kampf vorher haben sie sich nur geprügelt. Das war noch mehr oder weniger unauffällig. Jetzt setzt sie eindeutig irgendwelche Zauberkräfte ein. Ja, also die Unauffälligkeit des Todes hier. Ja gut, aber Zeusalt ist eine Diva. Ja, das stimmt. Ja, jetzt will sich Greiferkönig vom Acker machen und Usagi kommt dann so, ey, hier, du musst doch Makoto helfen. Und dann so, was hab ich denn mit der zu tun? Ich kenne die doch überhaupt nicht. Und überhaupt, die ist mir viel zu groß, ich stehe nicht auf große. Ja, armes Makuchan. Und dann fällt ihr halt ein, dass Senpai genau das gleiche gesagt hat. Ja, aber ganz ehrlich, was soll also hier Greiferkönig, was soll er denn sagen? Ich weiß auch nicht. Ja gut, aber Also. sie hat ihn ja auch gerettet, also ein bisschen dankbar könnte er schon sein. Ja, aber er ist auch nicht unbedingt der freundlichste Geselle, also, Ja. ja, aber es ist jetzt keine unmenschliche Handlung, sich erstmal vom Acker machen zu wollen, vor allem bei Ja. dem, was da gerade abgeht. Ja, klar. So. Usagi will erst noch Makoto so ein bisschen trösten, dann springt Makoto aber schon hinterher sa und ist sauer. Ja. Und jetzt wird im Grunde Greiferkönig und Zeusalt verfolgt und jetzt stellt Zeusalt den Greiferkönig und macht das, was er schon von Anfang an machen wollte, reißt ihm nämlich den Regenbogenkristall oder den Splitter des Regenbogenkristalls, das wird im Deutschen immer etwas irreführend verwendet, raus. Jetzt steht da plötzlich Sailor Moon. Und ich frage mich, wann hat sich Sailor Moon, also Usagi hat zusammen mit Makoto das Café verlassen. Wann hat die sich verwandelt? Ohne dass Makoto das mitgekriegt hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist komisch. So, dann wird stellt Sailor Moon halt die Frage, ja, wer bist du eigentlich? Und Zeusalt stellt sich vor als Zeusalt, einer von den Chitano, also auf Deutsch einer von den großen vier aus dem Königreich des Dunkeln. Dann schnappt sich Zeusalt den Kristall und ist weg. Und sagt noch, jetzt überlasse ich euch dem Roboter des Teufels. Und der Greiferkönig verwandelt sich in irgend so ein Robotermonster, das im ersten Moment noch so halbwegs, na nicht unheimlich, aber zumindest irgendwie cool aussieht, aber sich dann völlig lächerlich macht mit der Aussage, ah, ich bin der Roboter des Teufels. Ja, mir ist ja auch aufgefallen, dass da die ganze Zeit so Game-Sounds zu hören sind. Und er hat ja dann auch so einen riesigen Hammer und mit dem versucht er halt dann die Senshi zu erschlagen. Und ich glaube, das ist an dieses Spielautomaten-Dings angelehnt, wo man irgendwelche Maulwürfe oder sowas dann mit so einem Plastikhammer immer erschlagen muss, die immer aus diesen Löchern rauskommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, so ein Whack-a-Mole. Er ist, also er ist eine wandelnde dämonische Spielkonsole irgendwie. Ja. Also ich würde sagen, das ist jetzt spätestens der Moment, ab dem die Dämonen anfangen, lächerlich zu werden. Ja, vor allem, da sie jetzt immer sprechen können und total dumme Sachen sagen. Also ich meine, Also gut, die konnten vorher auch sprechen, aber da haben sie nicht so blöde Sachen gesagt. der Tennis-Dämon war schon so ein Vorgeschmack, aber jetzt fängt es an, völlig lächerlich zu werden. Ja. Und das wird auch im Wesentlichen die nächsten 10 Folgen nicht viel besser. Oder Meistens nicht. eigentlich wird das bis zum Staffelende nicht viel besser. Ja, so ein paar gruselige, glaube ich, gibt's Es schon noch. kommen noch so ein paar relativ coole dazwischen, aber im Wesentlichen fängt das jetzt an, dass die Monster sehr albern werden. Ja, ist echt schade. So, der kloppt jetzt so ein bisschen auf Sailor Moon ein, aber die weicht dann mal aus und dann schnappt sich Makoto. Immer noch als Makoto, sehr geil, den Yoma und hebt ihn einfach hoch und schmeißt ihn Ja. ins Gebüsch. So geil. Die ist so badass, das ist der Wahnsinn. Ja, der ist echt cool. So, und während sie den hochhebt, leuchtet auf ihrer Stirn das Planetensymbol des Jupiter. Yay. Weißt du, wofür dieses Symbol eigentlich steht? Ich weiß es nicht. Es soll, glaube ich, der Herrscherblitz von Jupiter-Zeus sein, aber ich sehe das irgendwie nicht, wo das sein soll. Oder Ja, okay, ich ich auch glaube nicht. zumindest, dass es der Blitz war. Nochmal so eine Anekdote aus, ich war noch klein und hab nichts verstanden. Ich dachte, das ist eine 4, sie ist ja die vierte Sailor-Kriegerin. Es sieht doch aus wie eine 4. Ja klar, das ist nämlich, ja, naja. Luna gibt dir jetzt den Verwandlungsfüller. Und dann sehen wir eine geile Verwandlung.
Wobei ich die jetzt verglichen mit der Mars- und der Mercury-Verwandlung nicht mal so geil finde. Aber sie hat halt Blitze. Blitze sind immer geil. Ich finde die schon sau cool. Also ich finde die eigentlich eine der besten. Echt? Okay. Ja, das ist sehr Geschmackssache. Ja, sie verwandelt sich in Sailor Jupiter und fackelt dann auch gar nicht so großartig lange. Lässt sich nämlich nicht auch vom Greifer einfangen. Also Sailor Moon wurde vorher mit so einem Greifer gefangen. Sondern, was ist es? Welche Attacke ist es im Japanischen? Wahrscheinlich Supreme Thunder, ne? Ja, Supreme Thunder. Das ist halt einfach eine der geilsten Attacken überhaupt. Ja. Das ist auch so ultra badass. Und jetzt würde mich mal Einfach nur. interess jetzt würde mich mal interessieren, was Usagi gleich hinterher sagt im Deutschen, wenn du das weißt. Moment. Also Jupiter wirft jetzt erstmal den Supreme Thunder, also auf Deutsch den Donnerschlag. Langweilig. Ja. Supreme Thunder, das ist einfach, das klingt viel mächtiger. Das stimmt. Ja, ohne dass sie das irgendwer jetzt erklären musste. Also Luna musste ihr nicht sagen, was sie tun soll. Ja, ach so, jetzt weiß ich. Jetzt sehe ich gerade, warum du fragst. Ja, im Deutschen sagt sie dann, glaube ich, einfach nur, hä, Donnerschlag flieg? Und dann sagt sie einfach, ja, und gleich nochmal. So. Und ich sehe gerade, warum du fragst, aber sag du es ruhig. Also laut den Untertiteln, also da stand was? Shoecream Sandal? Aber im Japanischen versteht Usagi Shoecream Sundae oder sowas. Und ja, da habe ich auch einen Fun Fact, nämlich hat Naoko dann auch später so einen Mini-Parodie-Comic gezeichnet, wo Jupiter genau diese Attacke benutzt. Also, weil das halt nur im Anime vorkam, und dann hat halt das Naoko dann nochmal so gezeichnet, weil sie es lustig fand. Also auf jeden Fall ganz cool. Ja. Wesentlich besser als die deutsche Version. Also es klingt schon so ähnlich, wenn man sich das Japanische so anhört. Das stimmt schon. Also der Witz ist so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Mondpudding, ne? Mit Genau. dem Moonpudding. Ja. Makoto, also Sailor Jupiter, möchte jetzt sofort den nächsten Supreme Thunder da reinjagen. Also die gibt echt Gas in der Folge. Finde ich großartig. Aber Luna schreitet ein, nein, das ist doch immer noch ein Mensch. Da müssen wir was anderes machen. Wie wär's So. mit Moon-Tierra Stardust oder sowas? Danke, das wollte ich gerade sagen. Aber jetzt kriegen wir was Besseres. Ja, nämlich den Moonsteak. Genau, wir kriegen ja nicht den Moonstick. Leider kriegen wir im Anime immer nur den kurzen Moonstick. Ja, echt schade. Weil im Manga gibt's dann später, den kann man halt auch dann so auf einer längeren Stange. Und das sieht ja dann einfach cooler aus. Wobei ja auch im Manga kommt der, glaube ich, nur in ein, zwei Einstellungen vor oder so und dann war's das auch. Ja, hier frage ich mich halt, der Moonstick ist ja eigentlich nur für Mitglieder der Königsfamilie. Aber wir wissen ja gar nicht, wer die Königsfamilie ist und sowas. Ja, Also, das ist total Banane. ja. Das, vor allem, dass Usagi den jetzt kriegt. So, du bist jetzt die Anführerin. Warum? Ja, Gut, das erzählt das sie in der sagt sie dann nächsten Folge, schon. aber ihre Erklärung ist auch nicht gut. Ja, also ist total strange, ist aber auch im Manga nicht besser, denn die wissen ja nicht, wer die Mondprinzessin ist, aber sie geben ihr das Zepter der Mondprinzessin. Okay, Luna weiß zwar auch nicht, dass das jetzt das Zepter der Mondprinzessin ist, aber es ist halt schon ein krasser Zufall, dass sie genau das der richtigen Person gibt, der einzigen Person auf diesem Planeten, die das benutzen kann. Ja, auch Luna hatte das anscheinend ja die ganze Zeit. Ja, stimmt. Warum gibt sie es ihr erst jetzt? Ich meine, das wäre auch vorher schon mal nützlich gewesen. Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt eigentlich. Ich meine, das wäre spätestens bei der Geschichte mit Princess D nützlich gewesen, aber auch schon da, wo halt Moon Tierra Stardust, ne? So, aber was soll's? Wurde halt jetzt so entschieden, das so zu machen. So, was kann sie mit diesem Moonstick machen? Auf Deutsch übrigens Mondzepter, was ich eigentlich ein coolerer Begriff finde als Moonstick. Ja, das finde ich auch. Ja, sie kann damit die Attacke Moon Healing Escalation ausführen und damit kann sie eben die, ja, Yoma jetzt wieder zurückverwandeln in Menschen. Sehr cool. Und auf Deutsch hat Moon Healing Escalation den unglaublich fantasielosen Namen. Also es hat überhaupt keinen Namen. Sie sagt einfach nur, Macht des Mondes, verwandle ihn, sie es zurück. Wow. Beziehungsweise es gibt noch eine Alternativfassung, die wir gern zum Ende der Staffel sehen. Da heißt es dann nicht, verwandle ihn zurück, sondern verbanne das Böse. Ah ja. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, Moon Healing Escalation kann theoretisch auch heilen und Sachen wiederherstellen im Manga. Sie
Sehen wir im Anime aber nichts von. Das ist da immer nur zum Zurückverwandeln da. Ja. Im Manga wird es irgendwann, glaube ich, benutzt, um das einmal komplett getötete Tokio oder zumindest annähernd getötete Tokio einfach wiederzubeleben. Ja, krass. Ich finde auch, sie sagt es so schön im Japanischen immer, wie sie das betont. Moon Leading Healing good Escalation. escalation. Mit einer Betonung auf der zweiten Silbe. Escalation! Ja. Was heißt Escalation eigentlich? Das heißt doch bestimmt nicht Eskalation, oder? Ich hätte schon gedacht. Echt? Okay. Du kannst, glaube ich, besser Englisch als ich, deswegen dachte ich, ich Also, frag dich mal. ich denke, das wäre jetzt das Naheliegendste. Und da jetzt das Englische im Japanischen sowieso meistens nicht so ganz Sinn ergibt, es wird sogar halbwegs Sinn ergeben, so die Heilungseskalation, so wir heilen jetzt ganz krass. Ja, vielleicht ist auch eher Explosion damit gemeint. Ich hätte schon gedacht, dass es Eskalation ist. Ja, ich meine, Eskalation im Sinne von Explosion kann es ja, wenn du ein bisschen symbolisch denkst, kann man es mit Explosion ja durchaus übersetzen. Weil es Okay. breitet sich ja, also in der stärksten Fassung breitet es sich ja auch so explosionsartig aus. Ja, mir fällt gerade ein, dass aber das Wort escalate schon eskalieren heißt, aber also ich denke schon. Naja, Usagi weiß es vermutlich selbst nicht, was es Ja, natürlich, die kann ich ja auch. Ja, gut. Sagen wir mal, ihre Englischkünste hören wir später in der Serie. Ja, in welcher Staffel? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich hatte immer die dritte im Kopf, aber kann auch sein, dass es wann anders ist. Ich meine auf jeden Fall irgendwas nach der zweiten, weil da hört es dann bei mir auf, dass ich weiß, was in welcher Staffel passiert. Usagi hat jetzt halt den Moonstick und der Greiferkönig wird wieder in den Greiferkönig verwandelt und jetzt gibt es nochmal so eine Absacker-Szene im Game Center. Ja, da sieht Und. nämlich Makoto Motoki und jetzt fällt dir auf, oh, der ist ja wie mein Ex-Freund. Und du sagst dann, das hast du aber beim Greiferkönig auch schon gesagt. Ja, aber er hat seine Stimme. Ich glaube, wir hören sogar irgendwann in der Serie auch mal die Stimme von Senpai und da ist es, glaube ich, sogar auch fast dieselbe Stimme oder sogar wirklich dieselbe wie die von Motoki. Ach so, okay. Also ich glaube, in irgendeiner Rückblende hören wir mal Senpai ein, zwei Sätze sagen. Ja, also. Das ist ja dann quasi so der Running Gag mit Makoto, dass sie sich immer in Leute verknallt und sagt, er sieht aus wie mein Ex-Freund. Am Anfang fand ich es ja noch lustig, aber ich finde, man hat zum 90er-Anime damit schon irgendwie übertrieben, so ein bisschen. Wobei ich zumindest finde, dass es, also es taucht viel seltener auf, als man so in Erinnerung hat. Ja, das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, dass es zu oft verwendet wurde, Also ich weil er. glaube, den Witz machen sie tatsächlich nur in drei Folgen oder so, aber dann auch immer gleich doppelt, ne? So, ja, weil im Manga war das halt nur dieses eine Mal. Da war es nämlich direkt mit Motoki, aber dazu kommen wir dann ja, glaube ich, eh schon gleich. Ja, gut, wir sind jetzt am Ende der Folge und jetzt würde ich gerne mal kurz über das zu dem Thema erstmal zu den sieben Teufeln, also den sieben großen Yoma und den Regenbogenkristallsplittern eingehen. Also das sind natürlich Filler-Episoden. Das ist Ja. uns ja wahrscheinlich allen klar oder zumindest allen, die auch nur annähernd was jemals was vom Manga gehört haben. Aber ich finde, es ist ein sehr geschickter Trick, mit dem man dafür gesorgt hat, dass sich die Filler-Episoden nicht wie Filler-Episoden anfühlen. Ja, stimmt, weil es geht ja dann jetzt quasi jede Folge um diesen einen Splitter und es ist auch nicht immer so. Also in dieser Folge kriegen ihn ja die Bösen. Es ist halt nicht immer so, dass die Guten den kriegen und das finde ich eigentlich ganz cool. Also zum einen liefert das mal Erfolge fürs Dark Kingdom, was ich sehr cool finde. Und ja, zum anderen weiß man, okay, es geht voran. Ich meine, man weiß ja, irgendwann haben sie halt die sieben, dann muss was passieren. Ich glaube, wenn sobald alle sieben im Spiel sind, gibt es dann noch eine Filler-Folge, die völlig belanglos ist und dann geht es dann auch richtig zur Sache. Ja, jetzt wo du sagst, ist eigentlich schon besser als mit diesen, zum Beispiel in der dritten Staffel, ja, wir suchen jetzt den Talisman. Da könnten auch 300 Folgen sein, bis sie dann irgendwann mal den richtigen gefunden haben. Aber da weißt du halt, da Ja, sind jetzt sieben und dann geht's weiter. und ich finde, es fühlt sich auch wie 300 Folgen an. Ja, also manche von diesen Regenbogensplitter-Folgen finde ich zwar nicht so cool, aber andere finde ich dafür schon echt cool, also, Die leiden ja. halt unglaublich unter den sehr bescheuerten Yoma, aber ansonsten sind die eigentlich ganz nett. Jo, also manche finde ich schon sehr cool. Und ich finde, Zeusheit ist auch ein echt angenehmer Schurke. Also Zeusheit ist eigentlich von den im Anime eigentlich von den Shiteno mein Lieblingsschurke. Meiner nicht. Meiner ist Also Mithrite.
Ja, also wenn man jetzt überlegt, wer ist der beste Charakter, aber Zoysiant ist so ein Charakter, den kann man einfach so gut hassen und er ist nicht inkompetent. Ja, da hast du schon recht. Also, ja, hassen kann man ihn gut. Also man kann ihn hassen und er, also man kann auch Jadeite hassen, aber Jadeite ist vollkommen inkompetent. Ja, das stimmt. Deswegen, und Kunzite ist einfach viel zu mächtig. Also wann immer gegen Kunzite gekämpft wird, weiß man, ja, da passiert sowieso nichts, bevor Tuxedo Mask auftaucht. Ja, der ist OP. So, und dann würde ich jetzt gerne auf das Thema Manga eingehen, weil diese Folge hat keine Manga-Vorlage, obwohl es eine Schlüsselepisode ist, aber das hört jetzt auch sowieso auf, weil wir können jetzt bei keiner Folge mehr sagen, dass sie eine direkte Manga-Vorlage hat. Also es gibt theoretisch schon eine Manga-Vorlage, aber die ist halt sehr unterschiedlich. Und da möchte ich jetzt gerne mal so die wesentlichen Unterschiede aufzählen. Einmal gibt es halt da den Greiferkönig nicht und generell dieses Splitter-Zeugs haben wir da nicht. Da ist auch noch Nefrite mit dabei und nicht Zoysiant. Ja, genau. Dann ist es halt so, dass sich Makoto da direkt in Motoki verliebt und halt denkt, er sieht aus wie ihr Ex-Freund. Am Anfang ist es so, dass Makoto Usagi, glaube ich, von einem Auto, also auf jeden Fall von der Straße, rettet. Fand ich eigentlich cooler irgendwie. Und hier ist es halt so, dass, also das haben wir ja schon ein bisschen angeteasert in einer der letzten Folgen, dass da geht's halt hier so um Brautkleider und sowas und Hochzeiten und Makoto findet das halt voll toll. Und dann kommt da so Nefrite und lässt sie so durch Motoki hypnotisieren. Aber ja, dann erwacht sie halt als Sailor Jupiter. Da hat sie auch dann gleich eine andere Attacke, nämlich Flower Hurricane. Da haben wir gleich das mit den Pflanzen. Ich guck grad, ob ich irgendwas vergessen hab. Ja, so Kleinigkeiten habe ich ja noch stehen. Im Manga sagt Senpai nichts von Riesenmädel. Hier ist es halt so, dass Senpai einfach dann eine andere Frau hat, bevor Makoto ihm ihre Liebe gestehen kann. Und ja, dann hat sich die Sache. Und man erfährt hier, glaube ich, auch, dass Makoto nicht von der Schule geflogen ist wegen Prügeleien, sondern weil sie es halt einfach nicht mehr ertragen hat, immer bei Senpai zu sein. Oh. Ja. Okay, ich hab mir diesmal nicht das Manga-Kapitel in Vorbereitung angeguckt, weil ich dachte, das hat eigentlich keinen Sinn, weil es ist, eigentlich hat diese Anime-Folge und das Manga-Kapitel haben eigentlich nur noch eine Überschneidung und das ist Sailor Jupiter erwacht. Ja. Ich kann euch sagen, was gleich ist, nämlich einmal, dass halt Makoto Usagi rettet, dass Usagi Makoto als einzige an der Schule halt mag und die anderen haben halt alle voll Angst. Diese Essensszene haben wir auch im Manga. Und ja, dass Jupiter halt badass ist und dann erwacht und der Moonstick kommt da auch vor. Aber sonst haben wir da nicht so viel. Ah ja, stimmt. Da ist es auch so, dass nicht Makoto, Rei und Ami auch beim Kampf mit dabei sind und Tuxedo Mask taucht auch auf. Ja, der hat sich in dieser Folge erstaunlich bedeckt gehalten, aber eigentlich auch gut so. Ja, und Mercury und Mars waren ja auch nicht dabei. Ja, aber die kamen zumindest mal vor. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, in meinen Augen hat es jetzt ab hier nicht mehr wirklich Sinn, Anime und Manga großartig zu vergleichen. Ja, also das machen wir dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber in dieser Folge wollte ich es halt nochmal machen. Also, wir streuen dann wahrscheinlich noch mal hier und da ein, ja, und im Manga war das aber so und so, aber dass wir jetzt so exakt sagen, in dieser Folge, ne, diese Folge unterscheidet sich insoweit vom Manga, das macht eigentlich keinen Sinn mehr, weil eigentlich auch spätestens ab Staffel 2 auch wirklich was völlig anderes passiert. Ja, das stimmt. Also sollte jemand dabei sein, der sich irgendwie den Manga oder Crystal angefangen hat und dann gedacht hatte, ist das Gleiche, das lese ich nicht weiter. Es wird komplett anders, glaub mir. Bis zu Staffel 5, also der fünfte Arc, wo dann einfach fast nichts mehr gleich ist, ne? Ja, also Schlüsselsachen sind gleich, aber Ja, die ja. handelnden Figuren sind die gleichen. Aber das war's dann eigentlich auch. Ja, also so ein paar Schlüsselelemente, aber ansonsten wird's dann einfach immer unterschiedlicher. So, aber dann sollen wir jetzt mal zur Punktevergabe kommen. Da habe ich 4 bis 5 Punkte. Ich habe der Folge 5 Punkte gegeben. Ich Okay. finde es so, ich finde einfach, Jupiter ist so unglaublich erfrischend nach der ewig fiesen Rey. Jupiter ist Ja. einfach nur nett und das ist super. Und kann Ja. sich im Gegensatz zu Ami auch so ein bisschen durchsetzen. Das finde ich klasse. Und sie ist einfach nur badass. Supreme Thunder. Mehr muss man nicht sagen. Dann gebe ich ja auch 5 Punkte. Also das mit Makoto ist schon echt geil und ich bin auch echt froh, dass jetzt hier mal was Neues passiert.
Insofern sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wer der Win des Tages ist. Ja, Jupiter. Ja, eindeutig. Ja, damit ich es nicht vergesse, bei der Abstimmung reinzunehmen, hätte ich auch noch das Dark Kingdom, weil die halt den Splitter jetzt haben und weil die halt auch viel Neues erfahren haben. Aber Jupiter ist trotzdem Ja. unumstritten der Win. Ja, Jupiter hat einfach so viele Pluspunkte in der Folge geholt. Nee, das ist nicht zu toppen. Aber Dark Kingdom hat natürlich auch gut vorgelegt. Ja, Fail der Folge, ist mir eigentlich nur der Greiferkönig eingefallen, weil sonst fehlt eigentlich keiner. Ja, mir auch zusammen mit Senpai, weil halt einfach beide diesen Satz mit dem "Ich stehe nicht auf Riesenfrauen" gesagt haben. Was ist das für eine blöde Aussage? Das war, ich meine, wer, ja, ich meine, gut, ich weiß, dass es solche Menschen gibt, aber ist halt einfach scheiße. Wer sagt denn, ja, dass ich mag diese Frau nicht, weil sie ist einfach zu groß? Toll, beste Naja, gut, Begründung ever. es ist natürlich so, dass es durchaus sein kann, dass ihn das Große erstmal so ein bisschen abschreckt, weil er das nun mal nicht ästhetisch findet. Und dann ist es natürlich auch schwierig, dass sie sich überhaupt näher kennenlernen, ne? Ja, aber ich finde das trotzdem eine ziemlich blöde Aussage. Weil ich meine, aufs Aussehen kommt es ja nicht an. Ich finde große Frauen toll. Naja, und ansonsten ist mir halt hier niemand anderes eingefallen. Aber den Satz fand ich schon ein bisschen fail. Und deshalb habe ich jetzt die beiden, weil die das gesagt haben. Ja, also ich habe den Greiferkönig auch, weil der ist von Anfang an eigentlich ziemlich unfreundlich. Das stimmt. Also jetzt nicht nur zu Makoto, wobei er ansonsten auch kaum mit jemandem redet, aber der wirkt einfach irgendwie unangenehm. Ja, das stimmt. Also, ich fand ihn zwar. Man will auch irgendwie, also mir ging es zumindest, man will eigentlich gar nicht, dass der gerettet wird, man will nur nicht, dass die Bösen den Kristallsplitter kriegen. Okay, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ich dachte mir teilweise, die Fähigkeiten sind ja ganz cool, aber so als Person war er jetzt eigentlich nicht wirklich so sympathisch und ja. Er war jetzt auch nicht komplett unfreundlich und scheiße, aber Pluspunkte Nee, da, gesammelt also. hat er jetzt auch nicht. Aber eben irgendwie unangenehm, der Mensch, fand ich. Naja. Dann würde ich fast sagen, kommen wir doch einfach gleich zur nächsten Folge, ne? Genau, Folge 26, die Splitter des heiligen Kristalls. Und auf Japanisch, bringt Naru-chan zum Lächeln, Ozakis Freundschaft. Oh, schöner Titel. Ja, besser als die Splitter des heiligen Kristalls. Was ein vollkommen nichtssagender Titel ist. Ja, weil ich meine, das hatten wir in der letzten Folge schon. Weil irgendwie finde ich, ja, dazu kommen wir dann noch, aber die Folge ist generell. Es bringt zwar schon was, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da kommt fast gar nichts vor, irgendwie. Also die fängt im Deutschen schon so bescheuert an, weil wir haben diese Preview und da sagt Usagi, Zeusat benutzt meine Freundin Naru, um an einen Splitter des Kristalls zu kommen. Hä? Echt? Also nur damit das verständlich wird, das passiert in der Folge nicht. Ja, dachte ich mir auch gerade. Das ist Also es wird in der strange. Preview gesagt, aber es passiert einfach nicht. Also Naru kommt vor, aber ich glaube Zeusat und Naru, bis auf dass sie sich kurz treffen und natürlich Naru Zeusat nicht mag, haben die nichts miteinander zu tun. Also Ja. die ganze Szene hätte im Prinzip auch ohne Naru stattfinden können. Das hätte an Zeusats Plan nichts geändert. Das stimmt. Und hier ist es halt auch so, dass wir Makoto vorgestellt bekommen. In der Preview. Du meinst in der Vorstellung? Ja, meine ich ja, in der Vorstellung. Ja, die Vorstellung ist großartig. Das hatte ich vor ein paar Folgen irgendwann, ich glaube so Folge 3 oder so, schon mal gesagt. Das ist nämlich herrlich. In der Folge wird sie nämlich vorgestellt als Matoko Kino. Oh Mann. Und das zieht sich, glaube ich, auch so lange durch, bis Sailor Venus auftaucht. Das wird oft wiederholt. Oh Gott. Matoko. Au. Ja, das ist so. Uff. Also Bunny Sukino. Okay, aber Matoko? Nein. Ich überlege gerade, was Sukino eigentlich übersetzt bedeutet, weil Suki heißt, glaube ich, sowas wie Stoß. Ich weiß nur, dass Suki jemanden mögen heißt. Das wird sogar zu Usagi passen. Aber ich glaube erstens, ja gut, ich weiß gar nicht, wie man das schreiben würde. Also Oizuki ist der gerade Fauststoß aus dem Karate. Okay. Dann. Dann beginnt die Folge wieder mit Tuxedo Mask bzw. Mamoru, der träumt. Ja, und da sehen wir halt wieder diese ominöse Prinzessin. Ich Die glaube, sie. bestimmt nicht Usagi ist, nee. Nein.
Alter, Ich glaube, sie hat dieses Mal ein anderes Kleid, weil hier sind jetzt Blumen dran und keine Schleifen mehr. Aber es ist auch ein Kleid, das Serenity eigentlich nicht hat. Wobei, waren denn in dem Maskenballkleid, waren da nicht auch Blumen? Also es kann, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es das gleiche ist, aber auf jeden Fall ist es kein Kleid, das Serenity normalerweise hat. Es ist nicht das Princess Serenity Dress und schon gar nicht das Neo Queen Serenity Dress. Fun Fact, das Kleid taucht mindestens noch einmal auf, und zwar in der Folge der Prinzessinnenkurs, nachdem Serenity schon als Serenity erwacht ist. Interessant. Also sehr strange, wie die auf dieses Kleid kommen und warum die das immer wieder benutzen. Wobei, da taucht es dann nicht wirklich auf, sondern nur in so einem Tagtraum von Usagi, wo sie sich was vorstellt. So. Ja, Mamoru wacht auf und fragt sich, wer ist diese Prinzessin? Und bin ich vielleicht Tuxedo Mask? Ach, Quatsch. Nein, ich meine, das wäre ja sehr strange. Das ist total unwahrscheinlich. Nee, kann nicht sein. Motoki ist doch Tuxedo Mask, weiß doch jeder. Ja, der wechselt halt einfach immer seine Haarfarbe. Das wäre echt cool. Oh. Ich weiß, das wäre der Mega-Twist gewesen. Nein, wie kommt denn drauf, dass Mamoru ist? Das wäre mega cool gewesen. Naja. So, dann geht's rüber ins Dark Kingdom und Queen Beryl wirkt, also zumindest in der deutschen Fassung, so ein bisschen so, als hätte Zoysite nicht in der letzten Folge einen Erfolg eingefahren. Weil sie wirkt irgendwie so ein bisschen sauer. So, ja, wir haben einen Splitter. Du wirst mir jetzt auch die anderen besorgen. Ja, das stimmt. Also ich so glaub, total aggressiv irgendwie. So, ich glaube, so, ja, super, weiter so. Die ist wahrscheinlich einfach die ganzen Misserfolge von den anderen Shitano gewöhnt und hat es einfach gar nicht mehr so realisiert, dass sie jetzt endlich mal was geschafft haben. So, und dann sehen wir auch das Opfer dieser Folge, nämlich ein offenbar christlicher Geistlicher. Möglicherweise sogar ein katholischer Geistlicher. So, dann kommt verspätet, aber immerhin, endlich mal ein Rückblick auf Naru und Nephrites Tod, weil Usagi sitzt gerade in der Schule und sieht, Naru kommt nicht zur Schule, aber eigentlich ja auch kein Wunder. Und dann kommt halt dieser traurige Rückblick. Oh, der war echt traurig. Wie gesagt, ja, verspätet, aber immerhin. Aber ich hätte es eigentlich cleverer gefunden, wenn man Jupiter noch eine Folge aufgeschoben hätte und diese Folge quasi vorgezogen hätte. Ja, das hätte stimmt. Dann hätte man das Ganze natürlich nicht mit Jupiter in dieser Folge machen können, aber... Ja, dann hätte man halt aber auch irgendwie so viel Naru und Nephrite auf einmal gehabt. Ja, aber es hätte irgendwie mehr Sinn gemacht. Stattdessen fragt man sich in der letzten Folge, was ist denn jetzt eigentlich mit Naru? Ja, das stimmt schon. Naja, jetzt redet Usagi mit der Gossip Queen, ich nenne jetzt nur noch Gossip Queen. Und der deutet irgendwie so an, sie sagt so, ja, ist ja auch kein Wunder, dass Naru fehlt, so wie sie sich fühlt oder sowas. Und dann kommt Umino mit, ja, ach, ist sie etwa krank oder so. Und dann sagt Usagi im Deutschen, Umino, manchmal bist du dümmer als ein Leberwurstbrot. Im Japanischen sagt sie einfach nur, du bist schwer vom Begriff. Und da habe ich mich halt gefragt, woher sollen Umino das wissen? Das hat er doch überhaupt nicht mitgekriegt. Es ist doch eigentlich das vollkommen Logischste, dass sie eine Grippe hat. Ja, also das ist noch relativ dämlich und Umino macht auch noch andere Sachen, wo man denkt, das konnte er doch gar nicht wissen. Weil jetzt gehen Usagi und Umino. Warum nimmt die den mit? Ich glaube, sie konnte ihn einfach nicht davon abhalten. Gehen jetzt zu Naru, um sie aufzuheitern, beziehungsweise Umino weiß ja noch gar nicht, was mit ihr los ist. Ja, also, dann sieht er halt dann, okay, Naru ist nicht krank und dann mutmaßt er schon so, ja, könnte es sein, dass dein Herz gebrochen wurde? Und Usagi ist dann gleich mal richtig wütend, weil es halt stimmt. Und dann macht er auch noch die glorreiche Bemerkung, für die er natürlich auch nichts kann. Wie wär's, wenn wir ein Schokoladenparfait essen gehen? Wobei im Deutschen ist er ein bisschen dümmer, weil im Deutschen sagt er noch so klugscheißermäßig, ah, ich lag gar nicht so falsch mit krank. Auf Deutsch vermutet er erst, sie hätte sich das Bein gebrochen oder so. So, aha, ich lag also gar nicht so falsch mit gebrochen. Dein Herz ist gebrochen. Und dann fängt er sich eine von Usagi. Okay. Und dann kommt er mit, ah, ja gut, lass uns doch einen Schokoladeneisbecher essen. Und das konnte er nicht wissen, der Spruch vorher war aber dämlich. Ja, also im Japanischen hat er halt einfach gedacht, sie hätte eine Grippe und dann ja, hat er halt nicht gesagt, dass er jetzt irgendwie doch nicht falsch lag. Er hat halt einfach gesagt, okay, sie ist doch nicht krank. Ich bin mal gespannt, es gibt noch eine Szene, wo er sich unglaublich dämlich verhält im Deutschen, ob er das im Japanischen auch tut.
So, Naru schlägt dann jetzt vor, ja, lass uns doch irgendwo was Leckeres essen gehen. So, dann haben wir einen Schnitt rüber zum Hikawa-Schrein. Und ich sag's nochmal, wir sehen die Raben. Ja, da diesmal ist es mir aufgefallen. Und jetzt erzählt endlich mal Luna vom Silberkristall und redet und Ami wiederholt wohl gerade, was Luna gesagt hat, so stark genug, um den Planeten zu spalten. Ja, das ist halt echt krass, weil ich war mir in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr sicher, ob das im Anime so gesagt wurde. Weil irgendwie scheint das niemand zu wissen und ich dachte mir, das wäre so ein Supermonis-Ding gewesen, weil das da auch vorkam. Aber ja, jetzt ist mir halt wieder klar geworden, nö, das ist im Anime auch so und im Japanischen wird es auch so gesagt. Vor allem, wenn man sich anguckt, was der Silberkristall kann, ist den Planeten spalten auch noch echt harmlos ausgedrückt. Tja. Und die Frage stellt sich halt, das hatten wir ja schon. Woher zur Hölle weiß Luna das denn jetzt? Ich meine, vorhin die ganze Zeit überhaupt nichts und jetzt auf einmal, ja, das ist der Silberkristall, der kann das und das und den kriegen wir, wenn wir das und das machen. Ja, alles klar. Ja, sie hat das CeLaVie-Game befragt, glaube ich. Ja, aber woher wissen die das? Ja, gut. Die sind schon ein bisschen länger im Geschäft. Die wissen das einfach. Ja, aber ich meine. Nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil sonst hätten sie es ja denen vorhin schon gesagt. Ja, gut, sie sind generell ein bisschen sparsam mit Infos. Aber gut. Luna erzählt also, was der Silberkristall alles kann. So, oh mein, und alle so, oh mein Gott. Und dann kommt Makoto, ja, und wo ist der jetzt? Ja, das ist ja das Problem. Das wissen wir nicht. Und dann sagt Luna, aber ich weiß jetzt, dass er in die Splitter, dass er in die Splitter des Regenbogenkristalls aufgeteilt wurde. Naja gut, wir haben es ja schon gesagt, warum das irgendwie seltsam ist. Und dann erzählt Luna im Grunde nochmal die Geschichte mit den sieben Yoma. Wo ich mich jetzt, ja, wobei da könnte sie theoretisch ja noch bei gewesen sein, als das passiert ist, wenn sie sich denn daran erinnern kann. Aber kann sie ja normalerweise eigentlich nicht. Na, normalerweise nicht, das stimmt. Und dann wird halt die Frage geäußert, ja, und wie finden wir diese Leute jetzt? Und dann kommt Luna halt damit, ja, dass der Moonstick, den ich Usagi gegeben habe, der reagiert auf sie. Ja, das Lustige ist, ich habe ja den Proplica Moonstick und der kann das Ich wollte dich auch. gerade danach fragen, kann der dieses Gebiepe? Ja. Das ist geil. Ja, man kann sogar dann halt quasi immer auf nochmal auf den Knopf drücken und dann wird's halt immer schneller, bis dann dieser Piepton kommt, wenn das Monster ganz nah ist. Also ist so ein bisschen wie so ein Radar, ne? Es wird immer so Ja. burp, burp, burp und wird immer schneller, wenn Kleine sie näher Eigenwerbung, kommt. ich habe eine Review dazu gemacht, da hört man auch den Sound. Echt? Die habe ich gar nicht gesehen. Hä? Ja. Muss ich mal angucken. Und dann kommt sofort Ray damit, was? Wenn das so wichtig ist, dann will ich nicht, dass Usagi das hat. Ja, und dann Ami so, ja, aber ich finde schon, dass so Sagi. Und dann macht Rei etwas unglaublich Fieses, nämlich sie zwickt so Ami und es tut halt anscheinend wirklich weh, so dass sie dann schon fast umkippt und dann halt doch noch sagt, okay, ich glaube, ich warte erstmal lieber, bevor ich mich da entscheide. Ja, einfach mal das Kommando an sich reißen. Danke, Ja, Ray. einfach mal Ami wehtun. Was ist los mit dir, Mädchen? Vor allem, sie dreht ja, sie kneift sie und dreht das halt mal irgendwie so um 90 Grad. Das tut halt wie Sau weh. Ja, also das ist wirklich scheiße, dass da Luna nichts sagt. Vielleicht hast du es gar nicht gemerkt. Wenn Ami plötzlich umkippt, also ich weiß ja Ich nicht. habe das auch nicht so wahrgenommen, dass sie umgekippt ist, sondern nur, dass sie so zusammengezuckt und dann so den Kopf hat sinken lassen. Also, ich habe das nicht als Umkippen, wahrgenommen. Ich hab das als so zumindest irgendwie halb umfallen. Na egal. Auf jeden Fall hat halt ja Luna einfach so Charakterdrehung um 90 Grad gefühlt. Genau, Luna ist nämlich auf einmal auf Usagis Seite. Was? Ja, die hat die ganze Zeit auf ihr rumgehackt und jetzt ist sie die ganze Folge felsenfest davon überzeugt, dass Usagi da jetzt mit dem Moonstick mehr Verantwortung übernimmt und dass sie das großartig machen wird und versucht, die ganzen Leute davon zu überzeugen und hat halt auch immer so glänzende Augen, wenn sie davon redet und ja, what the Sie hat fuck ist Sterne in los? den Augen. Ja, was ist denn los mit der? Naja, gut. Aber es ist mal eine nette Luna. Ist auch nicht Ja, schlecht. also ich fand's sehr cool. Das ist Das ist. eigentlich die Luna, an die wir uns eigentlich immer erinnern. Ja, genau. Und die finde ich auch viel cooler, aber ist halt nur komisch.
So, lustig finde ich aber auch die Szene, die man sieht, während die Senshi reden, weil man sieht in der Zwischenzeit, was Usagi denn mit dem Moonstick macht. Ja, weil dann sagt nämlich halt, ich glaube, Rei, ja, wahrscheinlich wird sie den Moonstick für irgendwelche Handwerksarbeiten oder sowas verwenden. Und dann die anderen so, nein, bestimmt nicht. Und in Wirklichkeit benutzt sie es halt wirklich, um ihr Sparschwein damit aufzuschlagen. Und Willst du dann das mit wollen sie. deinem nicht, willst du das mit deinem nicht auch mal versuchen, ob das eine gute Idee ist? Lieber nicht, das Ding war teuer. Ja, und dann rufen sie noch Usagi an und sagen, dass sie, oder nicht, ich glaube, Usagi ruft an. Und sie sagen, sie soll jetzt herkommen und dann, ja, ist halt wie, sagt sie halt wieder was, was Lunas Theorie von sie wird jetzt verantwortungsbewusster zerschlägt und sagt, nee, ich kann jetzt nicht, weil ich will mit Naro essen gehen. Und alle so, in so einer wichtigen Situation. Ja, aber ganz ehrlich, woher soll Usagi denn wissen, dass hier gerade wichtige Lagebesprechung ist? Ja, Sie eben, weiß und ja nicht, was gerade besprochen ja, wurde. eben, also das fand ich jetzt auch nicht so krass. Vor allem ist es ja auch wichtig, dass sie mit Naru was unternimmt, weil Naru ist halt momentan mental sehr am Boden. Genau, aber die einzige, die jetzt noch so, die so ein bisschen auf Usagis Seite jetzt noch ist, ist Makoto, weil die kennt Usagi ja noch gar nicht. Ja, süß. Gleichzeitig auch so ein bisschen die Ausrede dafür, dass die anderen in dieser Folge so ein bisschen zurücktreten. So, dann haben wir einen Schnitt rüber zu Usagi und Naru, die auf einem Friedhof sind. Und da ist mir gleich ein was auf einem Grabstein stehendes aufgefallen. Ich wüsste jetzt gerne, ob das irgendeine Bedeutung hat. Das habe ich mich auch gefragt und ich weiß es nicht. Alles gut, dann brauche ich es nicht vorlesen, dann weißt du auch, was ich meine. Ja, Weil es sieht halt da so ein. stand halt so ein Name in unseren Schriftzeichen, aber ich kenne den nicht. Ja, vor allem auf dem einen Grabstein stand was, was so ein bisschen nach Latein aussieht, aber nicht Latein ist. Okay. Also wahrscheinlich einfach nur irgendwas hingekritzelt. Ja. So, ja, dann kommt Umino noch damit, so, ja, wir wollten noch was essen gehen und dann sagt er noch, ja, du musst eine ganze Menge Geld haben, wenn du uns einlädst. So eine Pfeife. Und Naru dann so ganz traurig, ja, hier sind so viele Gräber und in keinem liegt Nephlite, also Nephrite. Das ist halt echt Und dann traurig. fängt sie halt wirklich völlig an zu heulen. Und das Beste, was Umino darauf einfällt, ist, ich weiß, ich bestell mir eine Pekingente. Ja, und dann sage ich so, willst du eine Peking-Ente werden? Ich finde aber auch, während er redet, hat Usagi einfach den Todesblick, weil sie Ja. vollkommen entsetzt schaut und das geht irgendwie locker 5 oder 10 Sekunden so. Ja, also Das ist ist. schon ziemlich unsensibel, aber so unfassbar schlimm fand ich es jetzt auch wieder nicht. Also, wenn die da gerade anfängt, wirklich laut zu weinen, also wenn ihm nichts Besseres einfällt, hat er dann gefälligst die Klappe zu halten. Ja, gut. So, aber auch cool finde ich dann, wo er dann sagt, wo Usagi würgt ihn dann und er sagt, wo ist eigentlich Naro? Und Usagi sagt, hä, wer? Ja, die ist jetzt nämlich zum Pastor gegangen und erzählt ihm halt, dass ein geliebter Mensch von ihr gestorben ist. Genau, der Pastor. Da hätte ich nämlich gleich so einen Fakt. Der Pastor ist offenbar Bischof. Ach so, warum? Weil er ein violettes Singulum trägt. Okay. Ich habe das extra nochmal nachgeschlagen. Weil mir das gleich komisch vorkam. Ich denke mir so, Moment mal, Violett, war das nicht Bischofsfarbe? Aber gut, bei Sotane ist es ja vielleicht anders. Nee, eigentlich müsste er Bischof sein, wenn er das trägt. Alles klar. Ja, mir ist ja auch was aufgefallen. Und zwar ist der Typ im Original offenbar Ausländer. Das ist nämlich total komisch, weil jedes Mal, wenn er du sagt, sagt er you, also halt Englisch. Und das zieht sich die ganze Zeit durch und auch später redet er dann noch weiterhin Englisch, aber dazu kommen wir noch. Ja gut, also da alles, was ich jetzt zu der Kleidung gesagt habe, gilt natürlich unter der Maßgabe, dass er Katholik ist. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Bei anderen Kirchen gelten da eventuell andere Regeln. Und außerdem ist mir hier aufgefallen, dass es anscheinend in Anime irgendwie generell öfters so ist, dass halt Christen Ausländer sind. Ich meine, macht zwar auch Sinn, weil in einem der Musicals gibt's eine Nonne und die spricht auch Englisch. Also bei Ja, Sailor Moon. gut. Also ich glaube, also das Christentum ist ja in Japan also eine Nicht so eher verbreitet. untergeordnete Religion, sagen wir es mal so. Wobei Ja. viele, viele Traditionen da irgendwie reingesickert sind.
Ja, deshalb macht's halt auch Sinn. Aber ist mir halt hier aufgefallen. Jedenfalls steht dann auch plötzlich Zeuseid hinter Naru Ja, die und erkennt ihn auch direkt, weil sie hat ja gesehen, dass er bei Nefrites Tod irgendwie beteiligt war. ja, genau, weil Naru hat ihn ja gesehen. Als die Senshi dazu kam, war Zeuseid ja schon weg. Oh mein Gott, Logik! Da fällt mir eigentlich ein, haben sich die Senshi eigentlich überhaupt nicht gewundert, woran Nefrite gestorben ist? Stimmt. Haben die von dem Verrat können die ja nicht viel mitbekommen haben. Ja, gut, aber da, die haben ja die drei Dämonen da gesehen, oder? Ja, das stimmt, aber dann müssen sie sich ja schon gewundert haben irgendwie. So. Ja. Umino und Usagi suchen jetzt nach Naru und dann reagiert plötzlich der Moonstick. Ja. Und er macht halt dieses coole Geräusch. Es klingt halt irgendwie, ja, also es klingt sehr elektrisch, das Geräusch, sagen wir es einfach so. Ja. Und dann sagt Luna auch Usagi, dass das Mondzepter halt da auf den Teufel reagiert oder auf den Kristallsplitter. Das wissen wir auch nicht so genau, worauf das jetzt eigentlich reagiert, aber wahrscheinlich ja eher auf den Splitter, ne? Würde mehr Sinn machen. Ja, vor allem weil das Ding ja zur Mondfamilie gehört und deshalb macht das natürlich mega Sinn, dass das auch auf diese Mondkristalle da reagiert. Ja, und weil der Silberkristall ja nachher auch auf den Moonstick gesteckt wird. Genau. Ist auch interessant, man sieht jetzt auch noch nicht die Öffnung, die er dafür eigentlich mal hat, ne? Ja, es ist bei dem Proplika-Mundstück auch, dass man den Silberkristall halt rausnehmen kann und dann gibt es da extra so ein goldenes Blättchen, das man dann in diese Öffnung reintun kann, damit es so aussieht, als wäre da keine Öffnung. Das ist ja cool. Ja. Aber, ich glaube, es gibt später, sehen wir auch nochmal, dass das Ding so eine Mulde hat, wo dann der Silberkristall halt fehlt. Aber jetzt ist das noch nicht so, jetzt ist das Ding einfach nur glatt. Ja. Nusagi rennt halt wie so eine Bescheuerte mit dem Moonstick am weit ausgestreckten Arm vor sich her. Finde ich auch Ja, sehr geil. das Und vorher stimmt. haben sie noch Makoto angerufen und ihr die unglaublich exakte Info gegeben, irgendwo auf dem Friedhof. Ja. Okay, Tokio hat anscheinend nur einen Friedhof. Bestimmt. Muss wohl so sein. Naja, der Pastor, weil es soll offenbar ein Pastor sein, da bleiben wir jetzt erstmal bei, redet noch so ein bisschen mit Zeuseid und Zeuseid will ihn halt verwandeln und dann kommt auch schon Usagi dazu, noch bevor das passiert. Und Usagi verwandelt sich, weil Naru ist in Gefahr, da zögert sie nicht lange. Ja, Ein wie Glück hat immer. Zeuseid gerade nicht hingeguckt, Ja, das dachte ich mir auch gerade so. wobei es wirklich sein kann, weil Zeuseid hat Usagi an der Stelle einfach noch gar nicht auf dem Schirm, weil die ist ja gerade erst dazugekommen. Ja, trotzdem. Ich dachte es mir auch gerade. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Licht und Lärm die Verwandlung in späteren Folgen so macht, wenn man die mal so von außen sieht, Tja. müsste auffallen, aber nö. Man sieht die von außen. Ja, es gibt mal so eine Szene, wo man nicht die normale Verwandlungssequenz sieht, sondern einfach nur so auf Entfernung plötzlich so eine riesen Lichtfontäne sieht. Ich glaube, das ist so, glaube ich, sogar in der Folge, in der Serenity erwacht. Ach so, krass. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls taucht dann halt Sailor Moon auf, nachdem Naru ein bisschen vergeblich versucht hat, Zeusalt den schwarzen Kristall abzunehmen, was immer Naru damit will. Vielleicht einfach nur, weil es Nephrites Kristall war. Ja, das sagt sie auch. Und Sailor Moon steht jetzt auf einem Grabstein, was ich ein bisschen nicht so cool finde. Ja, vor allem, sie steht da drauf und sieht total lächerlich aus, wie sie da drauf steht, weil so könnte sie da niemals draufstehen. So mit beiden Füßen auf dem Kreuz. Also, das ist so ein Steinkreuz, was so als Grabstein fungiert. Und witzig finde, die Aufschrift auf dem Kreuz ist Color Doppelpunkt Black. Was? Alles klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der Name sein soll oder ob das so ein Hinweis darauf ist, hier, das Kreuz machen wir schwarz und das haben sie dann vergessen oder so. Das könnte ich mir echt vorstellen. Oder die wollten einfach nur irgendwas Lustiges Englisches hinschreiben oder halt irgendwas, was Englisch klingt. So wie manchmal gibt es so Zeitungspannen, wenn dann irgend so ein Artikel drinsteht, so wenn dann so drinsteht, schreibt einen etwas clevereren Aufmacher oder so. Oder hier muss noch eine Unterzeile rein und das bleibt dann so drin, weil das keiner prüft. Das gibt's manchmal. Sehr cool. So, du findest das nicht so cool, dass sie auf dem Grabstein steht.
Ja, schon irgendwie. Also ist jetzt nicht ultra schlimm, aber ich find's jetzt nicht so cool. Naja, diese ganze Szene Kampf auf dem Friedhof ist, naja, vor allem wenn man bedenkt, was für ein Monster da gleich rauskommt, aber Ja. da haben wir ja schon gesagt, die sieben Teufel sind jetzt nicht unbedingt die Vorzeigemonster. Apropos Hust, Pokémon Hust. Kampf auf dem Friedhof. Bei Pokémon, in den Pokémon-Spielen gibt es öfters einfach mal Trainer auf dem Friedhof, gegen die man dann kämpfen kann. Ja. Ich erinnere mich nur an diesen Turm in Lavandia. Mit den ganzen Besessenen. Alles klar. So, dann richtet jedenfalls Zeus den schwarzen Kristall auf den Pastor und der verwandelt sich in. Ja, wie heißt er im Japanischen? Er hat den, also er hat ja schon im deutschen Namen den blöden Namen, aber im japanischen auch. Boxi. Boxi. Ich finde, das klingt so bescheuert. Das klingt wie der Name für eine Katze. Auf Deutsch heißt er Rocco, der Himmelsboxer. Boxi klingt einfach so dumm. Ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Also er hat so Vögelfüße, Flügel und ist ansonsten halt ein Mensch, so also ein grüner Mensch mit Boxhandschuhen. Und er hat einen Ja. Gürtel, in dem Klingel. so eine Klingel, so eine Ringglocke ist. Das ist auch irgendwie interessant. Und er scheint sich einzubilden, dass die Gräber ihn anfeuern. Okay. Weil auf Deutsch Alles sagt er klar. irgendwie sowas wie, das Publikum jubelt mir zu. Und dann gibt es einmal so einen Kameraschwenk über die Gräber und dann hört man so ein ganz entferntes Jubeln. Okay. Ach ja, stimmt. Es ist hier so, dass er nach seiner Verwandlung die ganze Zeit Mi sagt, also auf Englisch. Das ist halt wahrscheinlich so eine Anspielung darauf, dass er halt vorher immer so You sagt und das ist er halt nett und denkt auch an die anderen und dann denkt er nur noch an sich und sagt immer Mi. Und er sagt hier aber auch die ganze Zeit so tolle Sätze wie I am a Champion, das wiederholt er irgendwie 20 Mal. Okay, Und ja, auf Deutsch. es klingt halt einfach blöd, wenn dieser Dämon 10 Mal in der Folge irgendwie I'm a Champion, Lucky Punch oder irgend sowas die ganze Zeit ruft. Also es ergibt auch im Deutschen nicht wirklich clevere Sachen von sich. Aber Naru ist immer noch da und bittet ihn darum, doch wieder einfach ein Pastor zu werden. Das hilft bestimmt. Beziehungsweise, mir fällt gerade auf, in den Untertiteln sagt sie immer Pastor, in der deutschen Sprachausgabe sagt sie immer Pfarrer. Ach so, okay. Also. Lustig. Aber das hilft natürlich, wie du sagtest, überhaupt nichts. Und Umino rettet sie davor, von dem getroffen, vielleicht getötet zu werden. Wir wissen nicht, wie heftig die Dinger zuhauen. Und dann gibt es einen Angriff auf Usagi, also auf Sailor Moon, die jetzt auch fast getroffen wäre. Aber. Tuxedo Mask nimmt sie so und ja, rettet sie halt. Genau, rettet sie und hüpft mit ihr weg. Ja. Und sagt dann noch sowas wie, auch ein Boxer, also auf Deutsch sagt er, und ich finde den Satz irgendwie schrecklich, auch ein Boxer sollte sich nicht hinreißen lassen, eine Dame zu schlagen. Eine Dame sollte auf Händen getragen werden. Ja, ich glaube, sowas Ähnliches sagte er auch. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich den ganz schrecklich, den Satz. Der ist strange. Also ich habe mir gedacht, boah, rutsch bloß nicht auf deiner Schleimspur aus. Ja, schmalzige Sprüche für Superhelden. So, aber. Kleiner wichtiger Faktor in der Folge, er lässt dabei die Spieluhr fallen. Ja, genau, das stimmt. Die Sailor Moon dann findet. Die wird nochmal wichtig. Jetzt kommt Jupiter dazu und ja, Luna sagt sofort: Ja, hier ist Action, los, verwandel dich. Wir haben jetzt hier was zu tun und jetzt wäre natürlich interessant gewesen, wenn Jupiter ihn einfach zurückboxt. Ja, das stimmt. Oder ihn einfach verprügelt, aber gut, sie wirft den Supreme Thunder. Das ist auch okay. Ja. Und ja. Der trifft jetzt nur den Handschuh und der Handschuh löst sich auf. Der Handschuh hat sich schon ein paar Mal vorher aufgelöst. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt schwer getroffen wurde. Aber was soll's? Gelegenheit für die Moon Healing Escalation. Man hätte jetzt auch vorher nochmal den Mondstein schmeißen können, aber den benutzt sie jetzt auch wesentlich weniger, ne? Ich weiß zwar, dass sie ihn nochmal benutzt, aber ich glaube, sie benutzt ihn jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, sie benutzt ihn noch ein, zwei Mal, aber wie du schon sagst, kaum noch. Vor allem ganz am Ende benutzt sie ihn nochmal.
So, ja. Ja, stimmt. Das funktioniert jetzt natürlich, er wird zurückverwandelt. Vorher ist der Regenbogenkristall übrigens aus ihm rausgeschossen und irgendwo hingeflogen. Deswegen wusste Zeus halt jetzt nicht, wo der gelandet ist. Was ich interessant finde, er hat jetzt nach der Rückverwandlung andere Kleidung an als vorher. Ach so, okay. Er hat jetzt nämlich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Entweder ist es eine weiße Soutane, die darf normalerweise nur der Papst tragen. Sehr Oder schön. es ist eine etwas nicht ganz detailliert gezeichnete Albe, was auch nur ein Messgewand wäre. Ja, also ich schätze mal, Japaner kennen sich damit halt einfach nicht aus. Aber warum sie ihnen überhaupt andere Kleidung geben? Ich meine, die schwarze Soutane war ja völlig in Ordnung. Ja, das verstehe ich auch nicht. So, dann schnappt sich Tuxedo Mask jetzt den Splitter des Regenbogenkristalls. Und Luna ist ganz entsetzt, dass Usagi nicht hinter dem herrennt, um ihn wegzunehmen, weil die hat ja gerade damit zu tun, die Spieluhr mitzunehmen. Die Moonlight ein Set zu spielt. Ja, aber ich glaube, jetzt spielt sie Doch. ja noch erstmal noch gar nichts, oder? Die Doch, spielt in ja dieser gleich, wenn sie Folge die schon. aufmacht. Ja, aber erst, wenn sie die gleich aufmacht, ne? Ach so. So, dann sehen wir Tuxedo Mask mit dem Splitter in der Hand, der sich in Mamoru zurückverwandelt. Und jetzt weiß er auch, dass er Tuxedo Mask ist. Warum auch Genau. immer. Vorher hat er das nicht gewusst. Vorher hatte er einfach nur ein paar Blackouts und ist nicht zum Arzt gegangen. Auf Deutsch sagt er sogar, ich bin einmal Tuxedo Mask gewesen. Was so ein bisschen in die Richtung geht, als wäre das irgendwie in diesem Vorleben gewesen, was ja nicht stimmt, weil da war er ja nicht Tuxedo Mask. Im Japanischen fällt ihm auf, hey, ich bin Tuxedo Mask, also jetzt. Ja. Ja, ich finde es eigentlich interessant, dass die Senshi bisher noch kein einziges Mal den Splitter gekriegt haben. Ja gut, jetzt haben die, also beim letzten Mal war der so schnell weg, da hatten sie keine Chance. Und diesmal hat Usagi es halt einfach gar nicht erst versucht. Aber ich glaube, in der nächsten Folge kriegen sie einen. Ja, schon interessant. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, dass die Bösen so oft den Splitter kriegen. Ich glaube, nachher haben die Bösen 5 und Tuxedo Mask hat 2. Also am Ende haben die Senshi gar keinen mehr. Ja, stimmt, da war was. So, jetzt sehen wir nochmal Naru und Umino und Usagi im Park. Und Naru bindet jetzt Umino, der sich bei der Rettungsaktion so ein bisschen angekratzt hat, die Armbinde, also den Schlafanzugverband von Nephrite um. Das ist bestimmt voll gesund, so einen versifften Verband umzubinden. Bestimmt ist das sehr gut. Ich finde es auch seltsam, dass sie das macht. Also sie hat jetzt quasi per Handauflegen ihre Krise überwunden. Ja, strange. Ich meine, ich wollte jetzt nicht unbedingt noch länger eine heulende Naru sehen, aber es ist schon ein bisschen komisch. Ja, also wahrscheinlich einfach, weil sie jetzt halt einen anderen Typen hat, der sie gerettet hat. Und ja, das kommt ja dann alles noch. Aber es geht halt schon einfach viel zu schnell. So, dann haben wir Usagi, die so ein bisschen die sich jetzt diese Spieluhr anhört und dann gefragt wird, oh, die ist ja schön, wo hast du denn die her? Und dann sagt sie auf Deutsch, also sagt sie irgendwie ganz schön, sag ich nicht. Ja, und Luna entschuldigt sich noch dafür, dass sie Makoto jetzt da reingezogen hat. So, ja, ich wollte doch nur zeigen, dass Usagi auch und so weiter. Ich finde, Usagi hat sich jetzt gar nicht so schlecht geschlagen. Nö, finde ich auch nicht. Also ich meine, sie hat jetzt nicht viel gemacht, aber es war jetzt auch kein Totalausfall. Ja. So, und damit endet die Folge dann quasi direkt übergehend in das japanische Outro, glaube ich. Also direkt in diese Profilaufnahme von Usagis Kopf, ne? Ich dachte, es wäre dann normal gewesen. Nee, es ist auch normal, ich sehe es gerade. Aber ich hätte es mir denken können, dass es dann anders ist. Deswegen dachte ich das, weil ich dachte, im Deutschen gibt's ja im Outro noch diese Nahaufnahme mit dem Schatten. Der Okay. manchmal für einen Schimpansen gehalten wird. Das ist doch im Japanischen. Nee, ich meine, im Deutschen gibt's die nicht. Ach so, ja. Und die Folge fadet aus mit genau dieser Einstellung. Deswegen dachte ich, es wäre so ein direkter Übergang. Ach so, das wäre interessant gewesen, aber nö. Ja. Ja, der hier ist mir, also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich habe das noch auf dieser Wiki-Seite gelesen. Anscheinend gibt es in der Folge irgendwo, und ich weiß leider nicht wo, eine Anspielung auf Joe Hisaishi, einen mega berühmten Komponisten, der so die ganzen Ghibli-Hintergrundmusiken komponiert hat, wie für Chihiros Reise ins Zauberland und Mononoke und sowas. Aber ich weiß halt leider nicht wo, und das stand auch nicht auf der Seite, aber es stand halt da, dass es eine gibt. Dann hätte ich mal einen Tipp.
aber da suche ich jetzt nicht nach, weil dafür sind es zu viele. Wahrscheinlich irgendeins der Gräber. Ja, das kann schon sein. Weil auf den Gräbern, also stehen auf sehr vielen Gräbern stehen Sachen drauf und so Namen und so. Da Ja. hab ich mir schon gedacht, dass irgendeiner davon eine Anspielung ist. Also, dann ist es wahrscheinlich wirklich so. Ja, dann gehe ich noch mal kurz meine ganzen Punkte hier durch, ob ich was vergessen habe. Ach so, ja, eine etwas seltsame Formulierung während der Lagebesprechung zum Thema Silberkristall. Ja. Da sagt Luna nämlich irgendwann, ja, wenn es den Bösen gelänge, alle 7 Splitter zusammenzukriegen, können sie den Silberkristall zusammensetzen und das wäre gleichbedeutend mit der Machtübernahme der Bösen und dann der Satz, und das wäre der doppelte Lohn der Tat. Was? Genau das sagt sie. Ich meine, das ist jetzt kein Widerspruch, aber es ist irgendwie ein seltsamer Satz. Ich verstehe den Satz nicht. Naja, wahrscheinlich wollten sie damit sagen, zum einen haben sie ihre Yoma wieder und zum anderen haben sie den Silberkristall, deswegen doppelt. Ach Anders kann so. ich mir das nicht zusammenreimen. Aber so wie sie das sagt, macht es tatsächlich keinen Sinn. Okay, gut. So, Bewertung. Ich habe ihr jetzt mal nur 2 Punkte gegeben, weil es passieren zwar schon wichtige Sachen, aber halt auch irgendwie nicht ganz so wichtig. Also ja, schon, aber du weißt, was ich meine. Und ansonsten passiert halt eigentlich nicht wirklich was. Und irgendwie fand ich halt einfach nur, dass die Story hier nicht so krass war. Und mich hat halt die Folge jetzt einfach nicht so umgehauen. Aber schlecht war sie jetzt natürlich auch nicht. Also ich hatte die Folge viel schlechter in Erinnerung, als ich sie jetzt nochmal gesehen habe. Da habe ich nämlich spontan 4 Punkte gegeben, weil ich zum einen diese ganze Sache mit Naru und auch Umino ganz putzig fand und ich fand sie mega witzig. Okay, ja, so ein paar witzige Sachen waren schon dabei, aber ich fand sie halt jetzt trotzdem nicht Vor allem, überkrass. es gibt auch so eine Szene, wo ich dachte, sie nehmen sich auch selber nicht so ganz ernst, weil in dem Moment, wo sich der Pfarrer in den Himmelsboxer verwandelt und sich vorstellt, sagt Usagi auch so, was? Aha. So ist sie selber völlig verwirrt von dieser Albernheit. Ich dachte, die nehmen sich auch selber nicht so ganz ernst. Ja, das kann gut sein. So, Win und Fail, da habe ich heute was sehr Spezielles, aber ich will mal deine hören. Was Spezielles, okay. Beim Win, also das ist jetzt die Zweitplatzierung, hätte ich Luna, weil sie halt jetzt diesen Sinneswandel hatte und jetzt einmal zu Usagi hält. Aber ich hab den Win dann Umino gegeben, weil er halt Naru gerettet hat. Und ja, das war natürlich schon sehr mutig und krass. Und dein Fail? Mein Fail ist Rei. Einfach weil sie die ganze Zeit der Usagi nichts zutraut und es abstreitet und Ami wehtut. Meine Ja, arme okay. Ami. So, du magst ja Armin, so stimmt ja. Ja. Ja, völlig berechtigt. Mein Win des Tages, Umino für Naru retten. Fail des Tages, auch Umino. Für den blöden Spruch, als Naru am Heulen war. Oh, okay, das ist natürlich auch berechtigt, das kann ich verstehen. Deswegen sage ich, es ist diesmal etwas speziell. Ich glaube, das gibt es nicht so oft, dass einer beides einsammelt. Ja, also bei mir ist es halt Umino und dann als Fail noch Rei. Stimmt wem ab? Genau, sag doch mal, was ihr dazu meint. Ich wäre soweit durch, oder hast du noch was? Nein, dann sag ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn Ami sich verliebt, ohne es zu merken, wir den ersten ernstzunehmenden Teufel sehen. Und die Autoren endlich mit dem Bodyshaming aufhören. Das Mondlicht Yay. ist die Botschaft der Liebe.